Bei der Räumung des Baumhausdorfes Kleingartenverein im Hambacher Forst wurde Hambi-Aktivistin Eule im September aus ihrer Hängematte geräumt. Dabei soll sie bereits auf dem Boden gefesselt nach einer Polizeibeamtin getreten haben. Mit dem Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung wurde sie für 4 Monate in Untersuchungshaft gesteckt und am 18.02. zu 9 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Und das, obwohl die Zeugenaussagen der Polizei widersprüchlich waren und die Polizistin, die die Eule verletzt haben soll, selbst meinte, dass sie nicht wisse, ob die Verletzung durch Eule entstanden ist. Begründet wurde dieses unverhältnismäßige und unmenschliche Urteil mit dem Nazi-Paragraphen der schädlichen Neigungen. Der Richter behauptete, dass Eule nach ihrer Haft wieder Straftaten begehen würde. Außerdem behauptete er, die ZuschauerInnen im Gerichtssaal seien mit ihren Zwischenrufen mit für dieses harte Urteil verantwortlich. Diese Unverhältnismäßigkeit und Ungerechtigkeit sollen die Klimaschutzbewegung einschüchtern, genauso wie die Repressionen, die Armin Laschet bei Fridays for Future angeordnet hat. Wir dürfen uns nicht von Laschet, Reul, RWE oder der Polizei einschüchtern lassen, denn hier geht es um viel mehr als die finanziellen Interessen eines Konzerns. Hier geht es um die Zukunft unseres Planeten. Wenn einem Menschen für die finanziellen Interessen von RWE 9 Monate seines Lebens geklaut werden und SchülerInnen Bußgelder drohen, weil sie für den Klimaschutz demonstrieren, wird es unsere Pflicht, Widerstand zu leisten und noch deutlicher zu machen, dass es für unsere Erde nicht egal ist. Deshalb werden auch weiterhin Schulstreiks stattfinden und Wälder besetzt, bis die korrupte Regierung aufhört, nach den Wünschen von Konzernen zu handeln und endlich anfängt, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Damit die Klimaziele erreicht werden können. Deshalb ist es unsere Pflicht, auf die Straße zu gehen, damit die Bundesregierung endlich was für den Umweltschutz tut. Deshalb ist es unsere Pflicht, Widerstand zu leisten gegen ein System, in dem es nur um Profit geht und das sich nicht um diese Welt und die Lebewesen, die sie bewohnen, schert. Hallo, hier Eule! Rollt euch ihr Lecksnacken! Also das war Eule, sie ist wieder frei. Der Widerstand geht jetzt erst recht weiter. Und nach so kurzer Zeit wurde wieder ein Tag X ausgerufen. Wieder sind PolizistInnen im Wald,